Herr Dr. Hartlieb, wo standen Sie also, als der Zug einlief? Das ist der Bahnsteig 8, aus dieser Richtung kam der Zug. Und Sie waren wo? Etwa hier. Dort stand ein Elektrokar an der Bahnpost und der Mann, der überfahren wurde, war da. Bemühen Sie sich nicht weiter, Herr Kollege. Diesen Vorgang bearbeitet die Geheimstaatspolizei. Sie behaupten also, zwei junge Männer, die sich nach der Tat sofort entfernten, hätten den Betroffenen unmittelbar vor die einlaufende Maschine gestoßen. Dabei bleibe ich. Und wie erklären Sie sich, dass das außer Ihnen niemand gesehen hat? Ein Zeuge hat sich gemeldet, der den Vorfall sah. Der Gestapo genügt es, wenn der Mann aus der Schusslinie genommen wird. Um es kurz zu machen, Ihre Zeugenaussage von heute Vormittag ist gelöscht worden. Das heißt, es hat nie einen Zeugen Dr. Hartlieb gegeben. Bedauerlicherweise handelt es sich bei dem Verunglückten um einen Mitarbeiter des Vereinigten Königreichs. Sie würden einen Auslandseinsatz Dr. Hartliebs befürworten. Aber unbedingt, wenn er seine Analyse an Ort und Stelle überprüfen und erweitern könnte. Stopp! Motor abstellen und raus! Raus, habe ich gesagt!